Wir sind alle wieder zurück. Es ist Punkt 14 Uhr. Jetzt geht's weiter mit Michael Kausch. Und zwar das Thema Inbound Marketing. Und zwar mit dem, ich glaube, das ist ganz schön am Wachsen, dem Tool HubSpot. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger dabei ist, weil ein Tool alleine ist es sicherlich nicht, sondern überzeugende Inhalte dabei zu verwenden. Sein Thema und ihn wollen wir auch hören, Michael. Deswegen, ich würde dich bitten, dein Bildschirm mit uns zu übertragen. Quatsch zu teilen, deine Webcam anzumachen und Mikro. Ich lehne mich zurück und lausche deinen Worten. Ja, danke erstmal Martin und hallo erstmal. Heute ist nämlich internationaler Hallo-Tag, habe ich mir sagen lassen. Deswegen hallo erstmal. Und in der Tat, HubSpot ist natürlich auch ein Tool, aber Tools gibt es viele und ich will auch gar nicht groß über Tools reden, sondern eigentlich über eine Strategie. Und deswegen geht's los mit ein paar Folien und jetzt werde ich mal sehen, ob ich die richtige Taste finde, um mit der Bildschirmübertragung zu beginnen. Und ich hoffe, ich habe die richtige gefunden. Perfekt. Ja, gut. Also, auf dieser Veranstaltung geht es ja immer wieder um ganz, ganz viele Schlagwörter, um Reichweite, um Engagement, um Conversion Rate und möglichst viel Reichweite, möglichst viel Engagement, um möglichst viel Konversionsrate. Und eigentlich wissen wir doch alle, dass das alles gar nicht so wichtig ist, denn im Prinzip reichen doch normalerweise 12 Follower aus, wenn es die richtigen sind. Entscheidend ist doch nur, dass diese Follower im Prinzip, wenn es gut geht, wirkliche Influencer sind. Das heißt, die Follower müssen die richtigen sein und die Follower müssen Markenbotschafter sein, das müssen Brand Evangelists sein. Dann sorgen die schon dafür, dass die Konversion passt, dass das Engagement passt. Und genau das klappt aber nur, ja, wenn der Content stimmt. Und entscheidend ist eigentlich immer wieder, das zeigt das historische Beispiel und das zeigt auch die aktuelle Erfahrung im Marketing. Entscheidend ist letztlich immer die gute Botschaft. Entscheidend ist letztlich immer der Content. Und das gilt erst recht fürs Inbound-Marketing, denn Inbound-Marketing ist, und genau da möchte ich die nächsten 40 Minuten drüber reden, Inbound-Marketing ist nichts weiter als gutes, vernünftiges, automatisiertes Content-Marketing. Und Inbound-Marketing reagiert auf zwei ganz große Probleme, die wir heute haben. Und die Probleme heißen Vertrieb und Marketing. Einerseits wird der Vertrieb immer schwieriger. Und auf der anderen Seite wird Marketing immer komplexer. Und Inbound Marketing verbindet genau diese beiden, ja, Unternehmensbereiche, also Vertrieb und Marketing, und gibt eine integrierte Antwort auf diese beiden faktischen Probleme, nämlich dass der klassische Vertrieb immer nicht mehr funktioniert und dass Marketing immer komplexer wird. Und tatsächlich hat ja das was miteinander zu tun, dass der Vertrieb immer schwieriger wird, also dass die Kaltakquisition nicht mehr funktioniert und dass Marketing immer komplexer wird. Denn im Prinzip haben wir die Marketingleute und die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, wir haben es mit dem gleichen Problem zu tun, dass nämlich unsere Zielgruppen unter einem massiven Information Overflow leiden. Dass also unsere potenziellen Kunden der Information, unserer Information massiv versuchen auszuweichen. Ja, sie weichen unsere Information aus, sie nutzen Adblocker, die machen unsere Mailings nicht mehr auf, sie reagieren nicht mehr auf unsere klassische Werbeinformation, sie weichen aus auf immer stärker auf persönliche Empfehlungen. Ihr macht das ja auch nicht anders. Wenn ihr irgend vor einer Kaufentscheidung steht, dann vertraut ihr in aller Regel nicht mehr einfach auf die Herstellerinformation, sondern ihr guckt erstmal nach, ja, was haben denn andere Leute gemacht, die vor der gleichen Kaufentscheidung standen? Was haben die denn für Kauferfahrungen, für Produkterfahrungen gemacht? Ich weiß nicht, wer von euch mit Schiffen unterwegs ist im Urlaub, ja?
es gibt diese AIDA-Flotte. Ne? AIDA hat vor mehreren Jahren mal festgestellt, dass die allermeisten Leute, die sich informieren wollen, mit welchen Schiffen sie in Urlaub fahren wollen, die gehen nicht mehr oder die gingen damals nicht mehr auf die AIDA-Website, sondern die waren bei zwei ganz großen, unabhängigen Internetseiten unterwegs und haben einfach mal nachgeguckt, was haben andere Urlauber für Erfahrungen gemacht mit großen Kreuzfahrtschiffveranstaltern, ja, mit großen Kreuzfahrtveranstaltern. Und haben sich da informiert und haben dann entschieden, ob sie mit AIDA oder mit irgendwelchen anderen Reiseveranstaltern unterwegs sein wollen. Und dann hat AIDA damals, das sind ein paar Jahre her, die haben dann einfach die eigene Website erstmal runtergefahren und gesagt, ja, was will ich dann mit einer eigenen Website, die Blindenfernsehen macht faktisch, weil niemand mehr bei uns sich informiert, sondern die gehen alle auf die ach so unabhängigen Websites und tauschen sich da aus und haben gesagt, naja, da müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie wir im Prinzip diese unabhängigen Websites beeinflussen können. Ja, also wir brauchen Einfluss bei diesen Influencern. Ja, inzwischen haben sie wieder ihre eigene Website. Aber entscheidend ist, der Kaufentscheidungsprozess hat sich verlagert auf ganz andere Websites und weg von den Websites der Hersteller. Und das ist eine Sache, die trifft im B2C-Umfeld zu, aber die gibt es genauso im B2B-Bereich. Und das hat was damit zu tun, dass man den Herstellern nicht mehr vertraut, dass man den Entscheidungsprozess immer mehr verlagert auf Influencer. Und auf der anderen Seite entstehen ständig neue Influencer. Ja, es gibt also diese, ja, Stars für eine Nacht, Influencer für einen Tag, nicht nur im Reisebereich, in allen möglichen Themenumfeldern. Und für uns Marketender wird das immer unübersichtlicher und es wird immer schwieriger im Prinzip, diese, ja, Influencerei überhaupt noch zu verfolgen, zu monitoren und rauszufinden, wer da die wichtigen Entscheider sind. Und es entstehen ständig neue Kanäle und diese Unübersichtlichkeit geht wirklich einher mit dem Problem des Vertriebs, dass wir eine mehrfach verschachtelte Entscheidungsstruktur berücksichtigen müssen in der Verkaufsargumentation. Das heißt, wir haben eine Vielfalt von Informationskanälen und müssen die immer smarter miteinander integrieren. Das Problem der komplexeren Kommunikationslandschaft im Vertrieb geht einher mit einer komplexeren Informationslandschaft im Marketing. Was ist die Antwort auf dieses Umfeld? Die Lösung, die wir haben, ist faktisch Inbound Marketing. Gut. Was ist also Inbound Marketing? Und bevor ich jetzt eine Antwort auf die Frage gebe, mir ist auch klar, dass bei euch im Lauf dieser nächsten Minuten immer wieder Fragen entstehen. Ich sehe hier schon mal eine Frage, Ton ist weg. Ich hoffe, das liegt nicht an mir. Ich hoffe, dass die meisten von euch immer noch einen Ton von mir empfangen können. Es werden immer wieder Fragen aufkommen, auch inhaltlicher Art und nicht nur Ton ist weg, denke ich mal. Ich würde gerne die Fragen sammeln und wenn wir Zeit haben, am Schluss der 40 Minuten, werde ich versuchen, auf einige dieser Fragen einzugehen. Und ansonsten, wir haben einen Chat bei uns auf dem Stand und ich würde euch einfach einladen wollen nach dem Vortrag. Der Weg ist ja nicht weit von der virtuellen Halle rüber in die Ausstellungshalle, dass wir dann einfach im Chat direkt bei uns auf dem Stand auf die Fragen eingehen. Da haben wir ganz viel Zeit dafür. Es gibt den üblichen virtuellen Messekaffee und die Messekekse. Das heißt, wir beantworten dann und diskutieren dann einfach das Thema weiter bei uns auf dem Stand. Und wie gesagt, wenn noch Zeit ist, am Schluss der 40 Minuten machen wir das dann en bloc am Ende des Vortrags. Tue ich mir leichter, weil im Gegensatz zu den Kollegen von LinkedIn mache ich das hier alleine und dann ist es immer ein bisschen schwierig, gleichzeitig quasi den Vortrag zu machen und auf die Fragen einzugehen. Ja, also ich würde es gerne en bloc am Schluss oder hinterher auf dem Stand machen. So, was also ist Inbound Marketing? Zuallererst mal, was ist es definitiv nicht? Inbound Marketing ist, was für eine Überraschung, kein Outbound Marketing. Also, es hat nichts zu tun mit dem klassischen Anzeigen, PR, Messen, Mailings, den Dingen, die wir so rausschicken, die wir so von uns lassen, von uns geben. Ja, also Inbound Marketing ist im Gegenteil und ich versuche es mal mit einem Bild. Inbound Marketing ist eher sowas wie ein Schaufenster. Ja, das heißt,
Inbound Marketing kann man sehr schön verstehen wie eine Auslage, die wir haben. Und ein Kunde geht vorbei an dieser Auslage und wenn er in der Auslage in dem Schaufenster was findet, was ihn interessiert, dann kommt er auch zu uns ins Geschäft und wir kommen mit ihm ins Geschäft. Und diese Auslage, dieses Schaufenster, ja, das sind unsere Websites, das sind unsere Blogs, das sind unsere sozialen Medien. Und eigentlich ist es nicht die Auslage, was das Inbound-Marketing ausmacht, sondern natürlich das, was drin ist im Schaufenster, also der Content. Und in diesem Content, das ist das Entscheidende, da muss jetzt was drin sein in diesem Schaufenster, was den Kunden interessiert, was ihn anzieht. Also Inbound ist kein Coming-out, sondern ein Coming-in, ja, etwas, was das Laufpublikum zu uns ins Geschäft bringt, was uns Geschäft hereinbringt. Die Schaufensterinhalte müssen anlocken, müssen ansprechend sein. Deswegen gilt dieser Satz, sie müssen hilfreich sein, diese Inhalte, dieser Content. Der Satz des alten Werbers Leo Burnett gilt ganz besonders hier im Inbound-Marketing. What helps people helps business. Inbound-Marketing ist Content-Marketing und basiert auf Inhalten, die hilfreich sein müssen für unsere Kunden. Und jetzt denk mal drüber nach, wie sich Schaufenstergestaltung in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Dann bekommt ihr auch einen Eindruck davon, wie Inbound-Marketing funktioniert. Wenn ihr euch alte Filme anschaut, ja, oder wenn ihr selber, ach je, in meiner Altersklasse seid, ja, dann kennt ihr alte Schaufenster aus Schwarz-Weiß-Filmen. Im Schnapsladen lagen Schnapsflaschen. Im Klamottenladen lagen Klamotten. Das heißt, im Schaufenster war das drin, was es im Laden gab. Wenn ihr aber jetzt zur Weihnachtszeit wieder durch diese furchtbaren Fußgängerzonen lauft, dann findet ihr in den Schaufenstern der großen Geschäfte Erlebniswelten. Das heißt, ihr findet nicht das, was es im Laden gibt, sondern ihr findet Dinge, die irgendwie attraktiv fürs Laufpublikum sein sollen. Das heißt, die Schaufenstergestaltung geht weg von einer autistischen Kommunikation hin zu einer themenorientierten Kommunikation. Was jeder Kommunikationler, jeder Marketender am Anfang mal macht, er spricht über sich, über seine Produkte, sein Unternehmen, ja, seine Awards, seine Messen, seine Events, über das, was er halt hat. Das ist so der klassische Marketing-Autismus. Ja? Man redet über sich. Dann ist so die nächste Stufe, man spricht über Partner, Customer Win, Referenzberichte, Kooperationen, ja, Employer Branding, ja, CSR ist auch noch so diese mittlere Stufe. Was wir lernen müssen, wenn wir es denn noch nicht drauf haben, ist, dass wir eine themenorientierte Kommunikation machen. Das bedeutet also über Marktthemen, über Markttrends, über Technologietrends reden. Das gilt für die klassische PR, aber auch fürs gesamte Marketing und eben auch ganz besonders fürs Inbound-Marketing. Das heißt aber, dass wir diese Themen, die wir fürs Schaufenster brauchen, dass wir uns die abschauen müssen von unserem Laufpublikum, also von den Leuten, die auf der anderen Seite des Schaufensters stehen. Also die müssen wir über Monitoring generieren. Ihr merkt, ich fange ganz langsam an bei dieser Definition vom Inbound-Marketing und will erstmal klären, was ein Schaufenster muss, ehe ich über Regeln und über die Praxis rede. Aber ich komme noch auf die Praxis zu sprechen. Wir sind jetzt so weit, dass wir eine erste Art Definitionsfolie machen können zum Thema Inbound-Marketing. Der ganze Vortrag wird ja aufgezeichnet. Ihr könnt Screenshots machen von dieser Folie. Das ist sozusagen die erste Definitionsfolie. Es kommen noch viele weitere und wir werden immer konkreter werden. Das ist die erste Definitionsfolie. Was ist eigentlich Inbound-Marketing? Inbound-Marketing ist das Generieren von Kontakten. Wir wollen also die Leute auf der anderen Seite vom Schaufenster kennenlernen. Wir wollen sie qualifizieren, wir wollen Leads draus machen, wir wollen also wissen, was wollen die eigentlich kaufen. Wir wollen die in den Laden bekommen und wir wollen denen was verkaufen, wir wollen Kunden draus machen. Und wir wollen
dass die dann, wenn die was gekauft haben, ihre ganzen Freunde, ihre Familien mitbringen, damit wir weitere Kunden gewinnen. Und wie wollen wir es machen im Inbound-Marketing? Durch Content. Wir wollen sie nämlich in den Laden bekommen, durch das, was in der Auslage liegt, durch intelligente Prozesse. Das heißt, zum Inbound-Marketing gehört die Definition dessen, was im Schaufenster liegt, aber auch das Verkaufsgespräch danach, wenn der potenzielle Käufer in den Laden kommt. Also wie gehen wir mit dem um? Das gehört auch zum Inbound-Marketing. Und die ganzen intelligenten Marketing-Kommunikationsprozesse zwischen der Definition der Auslage, also ja, dem, der das Schaufenster gestaltet, und dem Verkäufer im Laden und dem, der den Verkaufsabschluss macht, das alles gehört auch zum Inbound-Marketing. Nun ist ja modernes Marketing viel komplizierter als der Verkaufsprozess im einzelnen Shop, weil da gehört ja viel mehr dazu, verschiedene Verkaufskanäle und. Und deswegen sieht leider die nächste Folie viel, viel komplizierter aus. Und man wird jetzt sehen, jetzt werde ich zum ersten Mal über HubSpot reden, ja, man wird sehen, dass auch HubSpot eingebettet ist in eine sehr, sehr, in ein sehr komplexes Ökosystem. Das heißt, HubSpot kann sehr viel sein und kann auch sehr wenig sein, weil da gehören sehr, sehr viele Aufgaben und sehr, sehr viele Tools dazu. Und jetzt kommt zum ersten Mal eine relativ komplexe Folie. Und wir sehen, wie immer steht im Zentrum unsere Website. Weil unsere Website ist das Einzige, was uns wirklich selbst gehört. Die ganzen Tools drumherum sind spannend, sowas wie LinkedIn. Ich war teilweise leider nur, aber zumindest teilweise in dem LinkedIn-Vortrag heute Vormittag, unmittelbar vor der Mittagspause, sehr spannend. Ich bin ein leidenschaftlicher LinkedIn-Fan und glaube sehr daran, dass LinkedIn ein extrem wichtiges Tool ist. Aber leider gehört uns LinkedIn nicht, sondern LinkedIn gehört mal wieder Microsoft. Also ist sehr wichtig, aber LinkedIn ändert ständig seine Regeln und alles. Und deswegen die Website ist das, was uns selbst gehört. Das steht immer im Zentrum. Der Blog, auch wenn der Daimler-Blog gerade aufgelöst wird, irre, was Daimler macht. Der Blog ist so essentiell und wichtig. Sowas gibt man nicht auf. Der Blog ist wichtig, weil der Blog ist das dialogische Moment an unserer Website. Das ist die unmittelbare Kundenschnittstelle. Das ist das, wo wir direkt in den Dialog treten. Werden wir auch noch sehen, warum das auch so wichtig ist im Inbound-Marketing, ja, das ist das dialogische Moment der Website, ja, steht auch im Zentrum. Dann haben wir es mit Social Media zu tun, mit Social PR zu tun, Social Selling, das ist dann eben LinkedIn oder Xing, wo wir unmittelbar auch Lead Generation machen mit. Und HubSpot kann jetzt sehr viel oder sehr wenig sein, weil HubSpot kann ein Tool sein, mit dem wir direkte Inhalte in unserer Website, in unserem Blog schreiben. Das kann ein CMS-System sein, kann aber auch sein, dass wir ein anderes CMS-System haben, WordPress oder sonst was. HubSpot kann das CRM-Tool sein, in dem wir die Adressen unserer Webbesucher, ja, der Leute vorm Schaufenster einpflegen. Kann aber auch sein, dass wir irgendein anderes CRM-System haben, ja, und dann übergeben wir die Adressen einfach an dieses andere CRM-System. HubSpot kann das Tool sein, mit dem wir unsere Social-Media-Kanäle befüllen. Kann aber auch sein, dass wir das über Scompler machen oder über Hootsuite. HubSpot kann ein Monitoring-Tool sein. Kann aber auch sein, dass wir das über Brandwatch machen. Ja? HubSpot kann, nee, das kann es nicht sein. Kann kein Tool sein, mit dem wir unsere Mitarbeiter einbinden im Sinne von einem Employee Branding Tool wie Smarp zum Beispiel. Tolles Tool. Übrigens, auch wenn ihr dazu Fragen habt, Employee Branding oder das Einbinden von Mitarbeitern in so einen Social Media Prozess, ja, Publishing Prozess, könnt ihr gerne auf mich zukommen, bei uns auf dem Stand oder irgendwann sonst jederzeit. Ja, meine Kontaktdaten findet ihr bei uns auf dem Stand ja auch. Smarp ist dafür hervorragend geeignet. Auch über solche Dinge können wir gerne reden. Das heißt, es gibt ein sehr umfassendes Ökosystem, ja, in dem letztlich sowas wie Inbound-Marketing stattfindet. Jetzt bin ich schon wieder überhaupt nicht vom Thema abgewichen, weil man muss das drumherum um Inbound-Marketing verstehen, wenn man den jetzt folgenden praktischen Teil von Inbound-Marketing verstehen will. Und jetzt kommen wir endlich in das konkrete Doing. Das konkrete Doing klingt ein bisschen wie ein
Frühstück in drei Akten. Bofu, Mofu und das unvermeidliche Tofu im dritten Akt. Tofu im dritten Akt, damit fangen wir quasi an. Tofu heißt bei uns aber nichts schwer Verdauliches, sondern Top of Funnel. Ja, damit beginnt im Prinzip jedes Inbound Marketing. Top of Funnel ist die Phase, wo der erste Mensch sich vor unser Schaufenster stellt. Also der erste Besucher bei uns auf die Website kommt und wir den aus dem ein Lead machen wollen. Also wir wollen den dazu gewinnen, dass der uns wenigstens seine E-Mail-Adresse, seinen Vor- und seinen Nachnamen, vielleicht noch seine Telefonnummer, vielleicht noch seinen Firmennamen hinterlässt. Das heißt, wir wollen, dass der sich registriert. Das heißt, ich muss im ersten Schritt des Inbound-Marketings entscheiden, welche Informationen bekommt er bei mir auf der Website kostenlos, damit er am Schaufenster stehen bleibt, damit er sagt, oh, das ist aber interessant hier. Also zum Beispiel sage ich, er bekommt jetzt bei mir auf der Website kostenlos 10 Tipps zum Inbound-Marketing. Und dann sagt er, oh, ist aber interessant hier, finde ich spannend, Inbound-Marketing interessiert mich. 10 Tipps zum Inbound-Marketing. Da bleibe ich erstmal hängen an der Website. Jetzt aber soll er sich registrieren. Ja? Jetzt möchte ich, dass ich ihn irgendwie einfange und sage, ja, wenn dich das interessiert, ja, dann kannst du nochmal irgendeine Zusatzinformationen bekommen. Und wenn du die runterlädst, ist der nächste Schritt, jetzt hab ich den Lead, jetzt kannst du dir auch noch ein White Paper runterladen. Und zwar ein White Paper, das branchenspezifisch ist. Also im Idealfall habe ich jetzt noch ein White Paper. Wie machst du Inbound Marketing, wenn du ein Pharmaunternehmen bist oder wenn du ein E-Commerce-Unternehmen bist oder wenn du ein Maschinenbauunternehmen bist? Und jetzt bin ich in dieser Phase, wo ich aus dem Lead ein Marketing-Qualified Lead generieren kann. Also ich weiß jetzt schon was mehr über das Unternehmen. Ich habe schon eine Branchenzuordnung, weiß vielleicht, ist es ein kleiner Mittelständler, ein mittlerer oder ein größerer Mittelständler. Also ich bekomme schon einen Kunden, ein potenzielles, nee, ein Lead-Profil erstmal. Ja? Und im nächsten Schritt bekomme ich vielleicht schon ein Bewegungsprofil, weil ich habe ja auch jetzt seine Adresse. Ich erkenne ihn wieder, wenn er auf meine Seite geht. Ich registriere, für was er sich sonst noch interessiert, wie lange er sich auf irgendeiner Seite, auf einer bestimmten Seite wieder aufhält bei mir und merke also, wie weit ist er vielleicht in seinem Entscheidungsprozess und kann irgendwann auch sagen, so und jetzt genau bekommt er einen 1-zu-1-Kontakt, das heißt ein Vertriebsmitarbeiter ruft den jetzt an und sagt, du hast dich für das interessiert, lass uns nochmal drüber reden, ob dich wirklich HubSpot für dich die richtige Lösung wäre, um ein Inbound-Marketing-Programm für dich als mittelständisches Pharmaunternehmen aufzusetzen in der B2B-Neukundenakquisition. Das heißt, ich habe ständig einen Entscheidungsprozess, was bekommt er barrierefrei serviert an Inhalten und was bekommt er serviert, indem er wieder ein Stück seiner Identität preisgibt. Natürlich immer unter Berücksichtigung sämtlicher datenschutzrechtlicher Vorgaben. Der Kunde ist bereit, mir diese Informationen über sich selbst preiszugeben, wenn die Information stimmt, die ich ihm anbiete. Wenn das also ein hilfreicher Content ist, ja? Und was hilfreich ist, bekomme ich nur mit, wenn ich einen offenen Dialog mit ihm führe, wenn ich was von ihm erfahre und wenn mein Content für ihn hilfreich ist. Das ist immer ein offener und fairer und sauberer Dialog. Nur so wird das eine Win-Win-Situation. Das ist das Grundprinzip jedes Inbound-Marketings. Das heißt auch, das ist ein letztlich offener Prozess, der begleitet wird von einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kommunikationsmaßnahmen und einer Reihe unterschiedlicher Regeln. Ich muss ein Regelwerk haben, wo ich sage, wenn der Kunde, der Besucher meines Schaufensters, meiner sozialen Medien, meiner Newsletter, ja, meiner Website, meines Blogs etwas Bestimmtes tut, was passiert dann? Ja? Was passiert dann? Welche zusätzliche Qualifizierung des Leads erfolgt dann? Welche zusätzlichen Inhalte bekommt ihr dann zugeschickt? Das heißt, es ist ein riesiges Regelwerk. Und damit bin ich dann auch beim Kern von HubSpot, weil wir haben vorhin gesagt, HubSpot kann eine Multiplattform Publishing leisten. HubSpot kann
das CMS sein, kann eine CRM-Plattform sein, kann ganz, ganz viel sein. Was es immer ist, es ist das Regelwerk für diese Marketing-Automation. Das heißt, das Regelwerk, das bestimmt, wann genau welche Inhalte ausgespielt werden. Das Regelwerk, das ist im Kern HubSpot. Das ist das, was HubSpot leistet. Darüber hinaus kann sich HubSpot einklinken in andere Tools oder aber diese Leistungen wie CRM oder CMS selbst auch entsprechend abbilden. Und es wird sich immer einbinden müssen in das, was ansonsten im Marketingmix geleistet wird. Also was diese Folie jetzt hier noch zeigt, also in das, was ansonsten noch PR leistet, das, was über LinkedIn, Social Selling Kampagnen zum Beispiel basiert, weil überall da wird Content ausgespielt, überall da wird Keyword-basierter Content ausgespielt. Das heißt, überall da muss ich gemeinsame Keyword-basierte Kampagnen fahren. Was wir also sehen ist, es geht immer um Marketing-Integration und es geht auch immer um die Integration von Marketing und Vertrieb. Ja, und das bedeutet, das ist ein ziemliches, ja, Buzzword-Bingo, was wir hier betreiben. Inbound Marketing ist, haben wir schon gesehen, Content Marketing. Es ist natürlich Marketing-Automation. Es ist, weil es in jeder Phase messbar ist, natürlich Performance-Marketing. Und es ist natürlich Storytelling, weil wir nicht über uns reden, sondern den Content aus den Bedürfnissen, aus den Interessen unserer potenziellen Kunden ziehen. Und es ist immer eine Customer Journey, weil wir ganz am Anfang den Kunden abholen vor dem Schaufenster und den begleiten bis dahin, wo er selbst Influencer wird und Markenbotschafter für uns wird. Es ist tatsächlich Buzzword-Bingo, aber es ist mehr, es ist nämlich Realität. Und das ist jetzt was, das muss man auswendig lernen oder abfotografieren oder verinnerlichen. Das ist nämlich eine ausformulierte Definition von Inbound Marketing. Und weil ich sie selber auch nicht auswendig kann, ist das jetzt die einzige Folie, die ich wirklich brutal vorlese. Im Inbound Marketing bieten wir den Interessenten spannende Inhalte, die diese zu Aktionen animieren. Zum Klicken, zur Registrierung, zur Kommunikation und schließlich zum Kauf und zur Etablierung einer Kunden- oder Partnerbeziehung. Im Inbound-Marketing bauen wir aus statischen Webseiten interaktive Erlebnisse aus und entwickeln eine attraktive Customer Journey. Das ist ein wahnsinns großes Versprechen, das wir aber auch wirklich leisten können. Und deswegen ist es kein Buzzword-Bingo, sondern tatsächlich eine reale Leistung von Inbound-Marketing. Und eben deutlich mehr als ein Tool, sondern eine sehr, sehr nachhaltige Strategie. Und wenn wir uns dann den gesamten Ablauf ansehen, heißt das, dass es ein Ding ist, das wir nicht von heute auf morgen realisieren, sondern dass es besteht aus einer unglaublichen Vielzahl von einzelnen Schritten. Man fängt also an und definiert zuallererst mal die eigenen Zielgruppen, baut Buyer-Personas, das kennen die meisten von euch, also so idealtypische Zielgruppen, die man für sich definiert. Also man muss ja die Hunderttausende von Leuten, die da vor dem Schaufenster stehen, erstmal quasi zu idealen Zielgruppen sich bauen und dann definiert man Ziele, KPIs entsprechend. Das Ganze muss ja überprüfbar sein hinterher. Man muss ein Themenmonitoring haben, damit man überhaupt mal sieht, ja, für was interessieren sich die Leute vor diesem Schaufenster? Dann baut man den großen Redaktionsplan. Alles basiert auf Content. Ich muss verschiedene Content-Bausteine haben, die ja auf die Bewegungsabläufe dieser Zielgruppen auf der Webseite reagieren. Ich muss verschiedene Landingpages bauen, habe letztlich verschiedene Kanäle in dem Redaktionsplan stehen, also dann all diese Kanäle drin, also mein Blog, meine Website, die verschiedenen Landingpages stehen da drin. Und es ist sozusagen wirklich ein Gesamtredaktionsplan für alle meine Kampagnen drin. Nurturing Flows, auf denen definiert ist, was passiert genau mit meinen Zielgruppen, wenn die jetzt etwas tun, wenn die sich für was interessieren, wenn die sich an welcher Stufe genau registrieren lassen und. Ich habe eine laufende Ergebnisauswertung, eine laufende Prozessoptimierung, eine laufende Analyse meiner Umsatzergebnisse drin. So,
Das ist im Prinzip nochmal eine Ausformulierung dessen, was jetzt quasi mein Spielplan vorher auch schon gesagt hat. Das heißt, ich habe im Prinzip bis hin zum Seiten- und Redaktionsplan diesen Spielplan entsprechend auszuformulieren. Ich beschleunige jetzt auf der Zielgeraden ein ganz kleines bisschen. Wir haben eine Prozessautomation drin, indem wir genau zu definieren haben, was geschieht mit dem, der was liest, was geschieht mit dem, der anklickt, wann erfolgt welche Serviceleistung, wer ist für welche Kontaktierung wann zuständig. Also ganz, ganz starkes Hand-in-Hand-Arbeiten von Marketing und Vertrieb. Wir haben eine klare KPI-Definition für all diese Schritte. Und ja, ich bin das auch gleich durch. Deswegen haben wir ganz am Schluss auch tatsächlich noch 5 Minuten Zeit für vielleicht die ein oder andere Frage. Wir selbst sind eine zertifizierte Partneragentur von HubSpot. Als Agentur gibt es uns allerdings schon ewig. HubSpot selber gibt es noch nicht so lang, aber immerhin auch schon seit 2004, 15 Jahre sind es nun auch entwickelt worden. Es ist ein echtes Hightech-Produkt als Spin-off am MIT, am Massachusetts Institute for Technology. Uns gibt schon seit 27 Jahren. Wir kommen klassisch von der Content-Seite, waren immer im Technologieumfeld tätig, immer im Internetumfeld, haben für riesige Konzerne wie Microsoft gearbeitet, für Netscape ganz früher, für Oracle, aber auch für kleinere Startups. Und Referenzen gibt es wie bei allen Agenturen. Und es gibt wie bei jedem Vortrag hier eine Summary-Folie. Und die soll alles nochmal kurz, wie das bei Summary-Folien üblich ist, zusammenfassen. Also nochmal, Inbound-Marketing ist nicht irgendein Angebot, das man den Zielgruppen macht. Das ist auch nicht ein Propagandateil, sondern das ist Content-Marketing und es ist Storytelling. Ja, es ist auch Performance-Marketing, weil ganz klar messbar, es ist ein laufender Prozess, ein laufender Optimierungsprozess, der sehr stark auf Integration von Sales und Marketing setzt und ein laufender Prozess mit dem Kunden ist. Und deswegen jetzt auch Integration von Sales und Marketing, das ist auch der hängende Punkt. Wenn Inbound-Marketing nicht funktioniert, dann funktioniert es deshalb nicht in Unternehmen, weil Sales und Marketing nicht miteinander können. Und es gibt viele Unternehmen, wo das der Fall ist, wo es organisatorische Differenzen gibt zwischen diesen beiden Bereichen. Und wenn die Bereitschaft nicht dazu da ist, diese beiden Bereiche miteinander zu integrieren und miteinander überhaupt in eine positive Kommunikation zu bringen, dann scheitern solche Prozesse. Und ich habe Prozesse scheitern sehen und die scheitern immer. Wenn, dann scheitern sie immer genau daran. Sie scheitern nie am Budget. Sie scheitern wirklich, wenn, dann scheitern sie an organisatorischen Problemen zwischen Sales und Marketing, ja, und weil das Unternehmen nicht bereit ist zum neuen Denken, weil es ist nicht einfach ein Tool, sondern es erfordert ein gemeinsames strategisches Denken zwischen diesen beiden Teams. So, soweit mein Teil im Moment, soweit die Folien und deswegen schalte ich an der Stelle um, die Folien aus. Mich an, Spot an, hieß es früher beim Ilja Richter. Ich freue mich sehr, dass jetzt noch nicht alle weggeschaltet haben, sondern dass viele von euch noch da sind. Und jetzt gucke ich mal, deswegen kann ich jetzt mal nicht in die Kamera gucken, sondern ich muss jetzt einfach mal gucken, ob ich habe furchtbar gestikuliert während meinem Vortrag, ich steige mich da immer so rein, ob es ein paar Fragen gibt hier. Und schaue jetzt einfach mal, ob es Fragen gibt. Oh, hier gibt es tatsächlich welche. Wartest du mal ganz kurz, bevor du die Fragen der Teilnehmer nimmst? Ich würde nämlich gerne mal eine Frage als allererste stellen, und zwar von deiner Erfahrung her bezüglich dieser Disharmonien zwischen Sales und Marketing. Ist es nach wie vor noch so, dass Sales, also der Vertrieb, der Meinung ist, das Marketing ist irgendwie dazu natürlich nur in der Lage, die weihnachtlichen Kaffeetassen zu bedrucken, und umgedreht, Marketing ist stinkesauer und bringt tatsächlich qualitierte Leads ran und der Vertrieb macht keine Nachakquise? Ist das nach wie vor noch so oder hat sich das schon verändert? Nee, das ist nicht das Problem. Das ist überhaupt nicht das Problem. Pass auf, das Problem ist, dass der Vertrieb, pass auf, ich bin ja Marketingmann, ich habe meine Marketing-Arroganz. Der Vertrieb sitzt so da und sagt, Marketing, bring mir mal die Leads. Und dann kommen die Leads und dann, das ist so ein Stapel, ne? Der kommt dann von der Messe und dann, dann ruft der Vertrieb an, und wenn dann nichts rauskommt, ne? Dann
das war ja wieder nichts mit den Leads. Hast mir wieder scheiß Leads geliefert. Ne? Und aber Inbound Marketing funktioniert anders. Da funktioniert es nicht mehr so, dass Marketing jetzt Leads abliefert und jetzt Sales jetzt die abarbeiten muss. Und wenn die nichts waren, hat Marketing einen schlechten Job getan. Ja, sondern der Qualifizierungsprozess von Leads, der passiert jetzt interaktiv, ja, zwischen Marketing und Vertrieb. Okay. Es gibt nicht mehr die klare Grenze. Und die müssen jetzt miteinander qualifizieren. Das ist neu. Verstehe. Es gibt keine klare Zuweisung mehr von Schuld. Das ist neu. Finde ich gut. Das ist Zusammenarbeit neu. Macht auch immer mehr Sinn. So, ich Mehmet fragt. Nicht mehr viel Zeit, ne? Ja, doch. Also wir haben ja locker mal vier Minuten Zeit. Zum einen, zum zweiten gibt es ja euren Messestand, wo ich die Fragen auch noch einstellen kann. Aber ich dachte mir, ich schnapp mir gerade mal deine Expertise. Mehmet fragt, ab welcher Unternehmensgröße empfehlen Sie überhaupt die Nutzung von HubSpot? Gibt es keine Grenze. Es gibt keine Grenze, aber ich kann sagen, ab welcher Budgetgröße es ungefähr losgeht. Ja? Unternehmensgröße ist nämlich nicht die Frage, sondern das hat was mit Vertriebsstruktur und Kundenstruktur zu tun. Du kannst sagen, das Minimalbudget startet bei Größenordnung 5.000 Euro im Monat. Da ist Lizenzkosten drin und die Zusammenarbeit mit einer begnadeten Agentur. Okay? Drunter macht es keinen Sinn. Das heißt, wenn du eine Drei-Mann-Firma bist, ja, just forget it. Okay? Schnelle Antwort. Super. Und dann gibt es hier noch recht viele Lob-Einträge, aber im Moment keine, ich sag mal... Schade, die höre ich so gern. Ja, die kannst du dir auch gleich in Ruhe durchlesen. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn Sie noch Fragen haben, reinstellen. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wenn Sie sagen, nee, das möchte ich lieber am Stand machen, dann vielleicht hier als Feedback KF, bedeutet für hier keine Fragen. Dann kriegen wir hier auch ein Feedback. Und währenddessen, während der ein oder andere jetzt noch eine Frage formuliert oder uns das Feedback schickt, da steht hier, spannend fand ich als Content-Marketing-Mensch auch die Definition von Inbound-Marketing als Strategie. Ralf T. Kreuzer bezeichnet Inbound-Marketing auch als strategischen Ansatz. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Was für Medien und Inhalte kann ich denn den Interessenten auf der Journey anbieten? Oh ja, das ist Medien im Prinzip alle. Es gibt auch da jetzt einen klaren Trend, muss man sehen. Es gibt natürlich die klassischen unabhängigen Medien, aber der Trend ist ganz klar Richtung eigene Medien, Owned Media. Das heißt, für mich persönlich ist immer noch das Wichtigste derzeit auch ein eigener Newsletter, ja, die eigenen sozialen Medien, aber es gibt keine Grenze zu den unabhängigen Medien, aber es geht immer auch um die eigenen Medien, die werden immer wichtiger dabei. Und die Inhalte, das ist entscheidend, ist, wenn ihr euch erinnert an diese Folie, weg von den egozentrischen Inhalten und hin zu den Inhalten, die die Kunden setzen. Das Wichtigste ist, hört euch an, mit was sich eure Kunden beschäftigen und analysiert, mit welchen Themen sich eure Kunden beschäftigen und greift deren Inhalte auf und überlegt euch dann, zu welchen dieser Inhalten habt ihr was zu sagen und baut Brücken zwischen den Themen eurer Kunden und dem, was ihr letztlich verkaufen wollt. Also baut Brücken zwischen den Interessen eurer Kunden und dem, was ihr zu sagen habt. Und fangt nicht an, erst über euch nachzudenken, sondern denkt vom Kunden aus und baut Brücken zu dem, was ihr dann zu sagen habt. Und daraus generiert ihr eure Inhalte und macht einfach mal einen Inhalt, einen Content-Workshop, ja? Und fangt aber an, vom Kunden aus zu denken. Und dann definiert ihr eure Inhalte. Und denkt erstmal nicht an euch. Vielen Dank. Eine Frage würde ich gerne noch aufgreifen, und zwar von Angelika, die, mich hier anspricht. Ich bin 54 Jahre alt, deswegen lese ich mal diese Frage vor. Welche Erfahrungen haben Sie mit Unternehmern der Generation 45 plus mit Inbound-Marketing? Wie reagieren die auf dieses komplexe System? Verstehen sie es überhaupt oder bleiben sie im Kampagnen- und Produktdenken verhaftet? Also bleibe ich mit meinen 54 Jahren da verhaftet. Was sind deine Erfahrungen? Was glaubst du, wie alt ich bin? Also, das ist überhaupt kein Thema des Alters, ja? Die Erfahrung, dass klassischer Vertrieb nicht mehr funktioniert, die machen alle Unternehmen, ja? Die machen alle Unternehmen und gerade konservative Unternehmen, ältere Unternehmer, ja, machen doch diese Erfahrung, dass klassische Kaltakquisition tot ist, ja?
Und die haben doch nur die Möglichkeit, ihre klassischen Vertriebsleute 50 plus rauszuwerfen oder denen zu sagen, ihr müsst umlernen. Ihr müsst umlernen. Außerdem, die besten Vertriebsleute, 50 plus, wann haben die denn am besten verkauft? Abends an der Messeparty. Und auf der Messeparty, da hat Inbound Marketing immer funktioniert, weil da haben die nicht ihren Bauchladen aufgemacht, ich habe Folgendes zu verkaufen, sondern da haben die Inbound Marketing gemacht, da haben die nämlich hingehört, für was haben sich denn die Kunden interessiert? Und da haben die über Bayern München geredet, ja, selbst wenn die wie ich Franke gewesen sind, ja. Das heißt, da haben die Themen der Kunden aufgegriffen und haben dann sehr sublim eigentlich ihre Vertriebsgespräche geführt, ja. Die haben also eigentlich Inbound Marketing gemacht. Ja, Michael, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und Angelika, du siehst es, auch wir alten Knacker haben es noch drauf und lernen um und uns ist solch ein ja, komplexes Thema gar nicht so, so neu und wir wehren uns alle gar nicht so dagegen, weil das habe ich eben, glaube ich, nochmal aufgegriffen von dir, Michael, das machen wir schon. Da war der manch Jungspund aus dem Marketing vielleicht noch gar nicht so richtig da, aber da haben wir es schon gemacht, nur eben halt nicht elektronisch, sondern anders physisch. Und wir haben es anders genannt. Genau, wir haben es anders genannt. Jetzt nennen wir es halt so, wie es alle so nennen und machen es trotzdem. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank. Du hast nochmal das letzte Wort. Dann mache ich den Kommt Raum auf den zu. Stand. Wir treffen uns auf den Stand. Genau.